Dingens wieder mit den neuen Lösungen. Mal schauen, ob ihr sie richtig habt. Wirfst du eine Münze, so kann es Kopf oder Zahl sein. Und danach würfelst du ja noch mit deinem Würfel. Also sind es nochmal 6 Möglichkeiten dazu. Es gibt also 12 Möglichkeiten, also 2 mal 6 Möglichkeiten. 2 für die Münzen, 6 für den Würfel. Du ziehst eine Farbe aus dem Farbkasten. Du kannst rot, gelb oder blau wählen. Dann machst du das gleiche nochmal. Also ist es 3 hoch 2 ist gleich 3 mal 3 sind gleich 9 Kombinationsmöglichkeiten. Die Angabe ist auf Kilometer gerundet. Es sind also ungefähr 6 Kilometer. Hin und zurück sind es also 12 Kilometer. 12.000 Meter. Das Komma trennt die Einheit Kilometer von der nächst kleineren Meter. Dino muss also 1 Kilometer und 500 Meter oder 1500 Meter in die Pfeilrichtung fahren. Auf dem Schild fehlen die Einheiten. Die Zahlen können Kilometer, Meter oder sogar Zeitangaben sein. Das konnte Dino aber wirklich nicht wissen. Der Biergarten ist 250 Meter entfernt und die Eisdiele 200 Meter. Somit liegt die Eisdiele näher. Also hätte Dino 2 Gründe, Eis zu essen. Einmal ist es näher, zweitens, es schmeckt ihm besser. Hasen haben 4 Beine, Hühner nur 2. Wären es 10 Hühner, hätten wir nur 20 Beine. Hasen haben 2 Beine mehr als Hühner. Also sind es 2 Hasen und 8 Hühner. Das war natürlich nur eine Scherzaufgabe. Hinter dem Osterhasen steht natürlich das Fragezeichen. Ich hoffe, ihr hattet alle richtig und tschüss, bis zum nächsten Mal.